Tokyo Back Alive and Kicking. Und das nicht nur nach dem schweren Taifun, der hier am Wochenende gewütet hat. Nein, auch die Börse, die hat heute wieder aufgemacht und hatte heute Vormittag, heute früh eigentlich, kann man schon sagen, nach europäischer Zeit zumindest mal, mit fast 1,9% im Plus ein nicht so schlechtes Ergebnis hingelegt und damit den Feiertag, der hier gestern war, wieder wettgemacht. Und damit auch wunderbar eingeläutet, was jetzt hier in den westlichen Börsen durchaus weitergehen dürfte, nämlich weiter steigende Kurse. Die Chancen sind dafür zumindest mal relativ gut, denn der DAX, der hat sich ja schon einigermaßen behauptet gezeigt, ist hier weiter nach oben gelaufen und eigentlich befindet er sich in einer wunderbaren Fortsetzung, die sogar noch hoch bis 13.000 reichen kann. Vielleicht nicht jetzt in einem Schwung, also nicht jetzt unbedingt davon ausgehen, dass es wackelfrei bis da hoch geht, aber die Chancen bis ungefähr in diesem Bereich 12.800, sage ich jetzt mal so aus dem Kopf, 13.000, ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und damit ist der DAX durchaus in guter Gesellschaft. Den Nikkei, den habe ich eben schon erwähnt, der in ein ähnliches Horn stößt, kann man fast schon sagen. Aber auch der amerikanische Markt ist eigentlich da ganz gut unterwegs. Der S&P gefällt mir da eigentlich fast noch am besten. Und der S&P 500 ist ja der marktbreite Standardwerteindex. Nicht mal so sehr wie der Nasdaq, der ja sehr technologielastig ist, oder die Blue Chips, die im Dow sind. Der S&P 500 gibt eigentlich einen guten Eindruck, was so der Gesamtmarkt aktuell macht. Also beste Chancen auf dem Weg nach oben. Ich könnte mir das vorstellen, wer so ein bisschen zähltechnisch unterwegs ist, so ein bisschen in der fünften Welle aktuell. Ich kann mir vorstellen, klar kriegen wir vielleicht nochmal Rücksetzer. Immer aufpassen, wenn die Rücksetzer, solange die korrektiv sind, so ähnlich wie wir das jetzt hier hatten, jüngst, also mehr so ABC runter, dann haben wir eine gute Chance, dass sich der Markt nach oben eben nochmal fortsetzt, dass sich das einfach nach oben einfach nochmal prolongiert sozusagen und wir da die Longseite nochmal fahren können. Erst, wenn wir scharfe Bewegungen auf der Abwärtsseite haben, dann sollte man vielleicht nochmal genauer hingucken und dann gegebenenfalls etwas vorsichtiger sein. Entsprechend sieht es im Moment zumindest mal beim Gold noch nach Schiebewurst aus, denn dass beide Märkte explodieren, sowohl der Aktienmarkt als auch der Goldpreis, das ist nicht so typisch, kann natürlich auch passieren, das kommt auch immer wieder mal vor, aber eigentlich sagt man ja, dass diese beiden ein bisschen unabhängig voneinander, oder nein, nicht unabhängig, gegenläufig voneinander agieren. Und eigentlich warten wir ja noch beim Gold auf den Trigger, dass eben da der Ausbruch nach oben, die Fortsetzung noch kommt. Das müsste eventuell dann noch ein wenig warten, also da bin ich dann ein wenig mehr vorsichtig. Öl haben wir ja schon drüber gesprochen, auch gestern ja als Trade des Tages schon mal erwähnt gehabt. Gucken Sie sich das selber an, aber da sieht es so aus, als ob wir uns jetzt tatsächlich hier auf der Abwärtsseite ein bisschen noch mal etablieren. Das könnte also durchaus noch mal einen ganzen Schub nach unten sogar geben, nicht nur ein klein bisschen. Unsere konkreten Marken sehen Sie im Trade des Tages, also da kriegen Sie noch mal einen Eindruck, wie das ungefähr aussehen könnte, wie man das handeln kann. Diese Methodik, die können Sie natürlich grundsätzlich auf alle Märkte eben immer wieder anwenden, um dann zu gucken, wohin die Reise geht. Vielleicht abschließend nochmal, nachrichtentechnisch ist heute nicht wirklich was auf dem Plan mehr. Der ZEW-Index, der war heute schon cool, denn der hatte in Deutschland deutlich die negativen Erwartungen nach oben hin überschritten. Wir sind ungefähr so, wie es zuvor war, aber die ganz schlechte Erwartung, die man hier hatte, eigentlich, das ist nicht eingetreten. Insofern gute Nachricht und nochmal wieder ein bisschen Öl ins Feuer, um noch mehr Schub hier nach oben zu generieren. Reden wir da mal so halbwegs von einem Raketenstart in dem Fall. So, in diesem Sinne drücken wir uns mal die Daumen, dass das jetzt aktuell gut geht. Nicht vergessen, wir haben jetzt so auf Anfang eine Berichtssaison, also aus Amerika kommen immer mehr Daten. Heute sind ein paar Banktitel, wenn ich das richtig weiß, Citigroup zum Beispiel ist ein Thema, JP Morgan ist heute oder diese Woche jetzt, Goldman Sachs beispielsweise, Bank of America ist, glaube ich, morgen oder aber auch die Tage. Also es geht jetzt so ein bisschen los. Das heißt, wer sich Einzeltitel anguckt, sollte, nein, muss bitte schauen, ob der Titel auch betroffen ist, denn es kann dann zu starken Bewegungen führen. Schön, wenn es auf der richtigen Seite ist, saublöd, wenn es ein Gap gibt in die falsche Richtung und man am nächsten darauf und ach Gott, warum habe ich das nicht gewusst? Deshalb bei der Wahl der Einzeltitel da durchaus nochmal drauf gucken. Ja, viel mehr kann ich eigentlich nicht mehr sagen, außer lassen Sie uns nachher in den Märkten mal gemeinsam gucken, was passiert. Vielleicht sehen wir uns ja wieder auf der Käufer- oder Verkäuferseite, je nachdem welcher Markt und welche Zeitebene das ist. Bis dahin alles Gute oder bis zum nächsten Video.